Die Zerg, herbeigerufen durch das Signal des Psi-Emitters, stürzen sich auf die nach nichtsahne konföderierten Streitmächte und vernichten sie. Wieder erschien die Flotte der Prodos unter dem Kommando des Hohen Templers Tassadar und verbrannte den Planeten zu Asche. Also erst von den Zerg überrannt und dann von den Prodos der große Vorstoß, Kommandoschiff Hyperion. Ich grüße Sie, Commander. Ich bekomme gerade eine Übertragung herein. Unser Schlag gegen die Konföderation wird in Kürze erfolgen. Bevor wir uns jedoch Tarsonis selbst zuwenden können, müssen wir die stärksten Verteidigungslinien der Konföderation durchbrechen. General Duke wird Sie über die Einzelheiten informieren. Ich habe Tarsonis bei mehr als 30 großen Schlachten verteidigt. Daher kenne ich die Verteidigungsanlagen in- und auswendig. Drei primäre Orbitalplattformen dienen als Startfläche für die Flotte der Konföderation. Wenn wir die zentrale Plattform angreifen, sollten wir für genügend Ablenkung sorgen, dass ein kleiner Stoßtrupp die planetare Verteidigungslinie durchbrechen kann. General, ich bin beeindruckt. Hätte nie gedacht, dass Sie der Typ für einen Frontalangriff sind. Also, die Plattform wird von Omega- und Delta-Squadron-Einheiten verteidigt. Gegen meine Jungs vom Alpha-Squadron sind das absolute Anfänger. Alles klar. Tja, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von StarCraft 1. Und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und die haben jetzt viel zu tun. Und so wie ich es aussehe, spiele ich den guten alten Duke. Ich bin gespannt, was der so unterwegs ist. Hoffentlich mit der Hyperion. Und, ja. Wollen wir mal gucken, ne? Los geht's. Ja! Das ist... Okay, nicht die Hyperion, das ist die Nora 2. Und was sehe ich hier? Ghosts! Yay! Also die Mission kann nur was Gutes bedeuten, wenn ich meine Einheiten gleich wieder alle wegrennen würde. Und so wie es aussieht, müssen wir erstmal eine Base aufbauen. Nehmen wir mal hier unsere Raumjäger. Die bleiben natürlich hier. Und die beiden fliegen auch erstmal alle rüber. Keine Ahnung, wohin. Ich hoffe mal, dass das gut gehen wird. Aber lange wollen wir ja nicht rumtrödeln. Nora 2. Ey! Unglaublich. Das Alpha-Squadron hätte so eine Ausrüstung nie einfach liegen lassen. Ich fasse. Na gut. Okay, was sehen wir hier? Minerals on Mass. Und ein paar Landesachen. Also das Ding kommt wahrscheinlich. Okay, das ist also an der Kommandozentrale. Das kommt dahin. Okay, damit kann ich auch leben. Haben wir noch irgendwas? Ja gut, die Kaserne hat nie einen Anbau, das wissen wir ja mittlerweile alle. Das ist hat hier nicht noch ein Forschungs. Genau da. Forschungseinrichtung. Biungeeignete Landezone. Wo? Was? Hä? Was? Und das kommt an. Eingabe der Koordinaten. Setzt die Geister ein, um Atomraketen zu steuern. Also los, ey. Nuklear-Silo gewaffnet. Oh Gott. Eingabe der Koordinaten. Börderisch. So. Hä? Wo? 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 Nirgendwo. Doch da. In Bereitschaft. Was ist? Okay, die guten alten Depots werden wieder gebraucht. Bauen wir gleich mal zwei Stück hin, haben wir eine Weile Ruhe. Und? Hinten ist alles, ja, frei. Koordinaten übermitteln. Groß erstattet Bericht. Okay, überall geht dahin. Ein bisschen aufmachen. Wie immer, wie immer. Und? 700 HP. Oh, 50 Schaden. Das wird ja übertrieben geil. Ich hab... Boah, da ist einer. Wie viel HP hat der? 40. Da ist ein One-Shot! Au! Oh, tut das gut. Oh, was die Yamato-Kanone so alles kann. What? Der outrange die Bunker. Nein, der ist eingebaut. Ich höre. Verstanden.
Der rückt hier erstmal alleine auf. Okay, jetzt wird zu viel. Ab nach Hause. Lass ihn in Ruhe. Obwohl, die Küche auch noch gegessen. Heul nicht rum. Das ist die Nora. Die schafft das. So, du bist auch wieder unter den Lebenden. Du gehst das Ding reparieren wieder. 18 Kills hat er schon! Okay, das ist also ein Geheimdienstzentrum. Da haben wir also alle Sachen für die Ghosts. Okularimplantat erforschen, erhöht den Sichtradius der Ghosts. Ich nenne ihn erstmal Ghost, weil Geist hört so scheiße an. Und ja, das nehmen wir gerne mal mit. So, noch hier ein Stopper, das ist wahrscheinlich genau. Ah, das ist der Stopper, das ist unser Tarnfeld und das ist 50 mehr Geistenergie. Ja, nehmen wir auch gerne mit. So. Aber hier ganz wichtig natürlich, wie immer, dass wir ein bisschen Ressourcen an den Start kriegen. 100, jetzt brauchen wir viel Gas. Das ist noch ein bisschen nicht hin. Genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Der Anfang ist hier immer total am spannendsten. Aber ich verspreche euch, sobald meine Nora 2 wieder Full HP hat, geht's wieder los mit der. Also mir macht's unglaublich Spaß mit dem Ding. Oh. Schön wäre es natürlich, wenn ich. Na, no, schade. Wäre auch zu gut gewesen, wenn ich selbst solche bauen könnte. Aber okay. Mein Gott. So, WWFs haben wir bald genug, würde ich behaupten. Dann starten wir ein bisschen Armee, bauen hier 2-3 Siege-Tanks, einen Bunker hin. Dann haben wir da auch gesichert und dann baue ich mir erstmal eine kleine Flotte. Ich weiß es nicht. Genau. Melde mich zum Dienst. Sehr schnell. Boah, aber auch eine Weile, bis die Nora wieder repariert ist, also. Oh, das ist aber ein wirklich langer Weg zum Main. Ich habe da nämlich mal 5 Arbeiter, müsste reichen. Entschuldigung, wenn ich gerade knausche. So, das sieht ganz gut aus hier. Brauchen wir da noch ein paar mehr Arbeiter. Was wir auch noch brauchen, ist wieder ein gutes Ressourcendepötchen. Nicht genügend Mineralien. Na, da haben wir's. So, Nora ist wieder bereit. Hat doch fast voll Energie. Ich auch nicht, deswegen müssen wir auch was machen. Und zwar eine Yamato-Kanone in die Hut. Und es ist. Oh, Goliaths, okay, die zecken rein. 3 Schüsse brauchen wir rein. Okay, wirklich too much hier. Das wird mir too much. Die machen gute Air Damage hier. Was haben wir denn? Hellfire Raketenpack, das ist wahrscheinlich die 20. Ja, 10, 20 Damage machen die mit so einer Lage. Das ist jetzt nicht gerade wenig. Und ich sehe schon, ich mach mal so einen Bug. Mal hier. Tarnung brauchen wir dafür auf jeden Fall. Und wir haben noch ziemlich Gas. Ich glaube, ich nehme noch mal einen. Ist ja hier Distance Mining hoch 10. Und Depots brauchen wir auch wieder. Oh, die Nora hat es schon ziemlich runtergerissen gerade. Ich baue doch schon Versorgungsdepots. Was wollt ihr denn noch? Oh, hier könnte man noch eine Überforschung. Aber erstmal hier Tarnfeld. So, hoffentlich sind die jetzt zufrieden erstmal mit den Depots. Ich glaube, hier unten könnte ich auch noch ein paar bauen, da haben wir auch noch ein bisschen Platz. Geh mal da hin und bauen unten. Jo, machen wir mal. Und du bist da mithelfen.
Verstanden. Ah, es war der gerade die Probe hatte. Ja, dann gehen wir wieder die Probe und das ist wichtiger. Oh Mann, Atomrakete bereit. Wen habe ich noch dieses weitere Sichtfeld kaufen, weil das ist glaube ich wichtig. Umso weiter der wegsteht von der Nuke, umso besser ist das. Niemals. So, du gehst jetzt mal helfen. So, jetzt hier noch erhöhte Sichtradius. Minerals haben wir auch schon wieder en masse. Wieso hast du jetzt kein Depot gebaut? Hast du irgendeine Entschuldigung dafür, Arbeiter? Weltraumbaufahrzeug. Shame on you. Oh, bereit für einen kleinen Ausflug. Schon kurz 6-8 Goliaths und ist finito. Das Ding müsste eigentlich runtergebrannt sein. Die Schweine haben es repariert. Okay, Leute, ich hab's verstanden. Ah! Nein! Nein! Ich hab ganz viel verloren. Wie Basis. Okay. Noch ein bisschen Minerals angehäuft, habe ich das Gefühl. Jo, ne? Befehle, Captain. Ich kann auch noch eine Kaserne vertragen. In Bereitschaft. Groß erstattet Bericht. Befehle, Captain. What the damage? Commander. Befehle, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Upgrade. So. Dieses Upgrade sagt nur was Schönes aus. Und zwar gleich macht's Badabush. So, das genieße ich jetzt. Ab die Post. Ich bin da. Melde Post erstattet Bericht. Doch, du warst schon lange, ey. Roger.
Meldebereitschaft. In Bereitschaft. Mach auf Befehl. Meldebereitschaft. Zielvektor erfasst. Und? Ja, Sir? Was ist? Ja, Sir? Alles fertig. Ich bin da. Ja, Sir? Ich höre. Commander? Commander? Oh, soll ich ballern, Sir? Ja, Sir! Kann's kaum noch erwarten. Ja, Sir? Melde mich zum Dienst. Forschung abgeschlossen. Befehle, Sir! Commander? Ja, Sir? Commander? Commander? Los, los, los! Weiter, Commander! Ich hab Befehle, Captain! Bestätigt! Ab die Post! Sofort, Sir! In Bereitschaft! Ich hab nicht verstanden! Den Befehle, Sir! Ist mir ein Vergnügen, Sir! Befehle, Captain! Boah, soll ich ballern, Sir? Upgrade. Ja, Sir? Endlich! Commander? Ja, Sir! Sag, was Sache ist! Ja, Sir! Ist mir ein Vergnügen, Sir! Weiter geht's! Boah, soll ich ballern? Ja, Sir! Wird ausgeführt! Danke auf Befehle! Verstanden! Commander? 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 Und? Meldebereitschaft? Ja, Sir? Und? Melde mich zum Dienst! Warte auf Befehle! Kann's kaum noch erwarten! Großerstattet Bericht! Was ist? In Bereitschaft! Melde mich zum Dienst! Sofort, Sir! Meldebereitschaft? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Und? In Bereitschaft. Angriffsformation. Also. Koordinaten übermitteln. Befehle, Sir! Meldebereitschaft. Auf die Post. In Bereitschaft. Was? Oh, soll ich ballern, Sir? Ziel. Verstanden. In Bereitschaft. Und? Kann's kaum noch erwarten. Los geht's. Was ist? Kann's kaum noch erwarten. Jetzt geht's rund. Los, los, los. Los geht's. Kann's kaum noch erwarten. Wahnsinn. Commander? Commander? Befehle, Captain? Befehle erhalten! Ja, Sir? Ziel identifizieren! Und? Ich hab nicht den ganzen Commander. Tag Zeit. Commander? Gute Entscheidung. Und? Melde mich zum Dienst. Oh, soll ich ballern, Sir? Zielgebiet? Ich hab nicht den ganzen Tag. Ihr Streitkräfte werden angegriffen. Na gut. Commander? Commander? Was? In Bereitschaft. Melde mich zum Dienst. Also, was ist? Gut, Commander. Commander? Na gut. Wird auch Zeit. Weiter, Commander. Ja, Sir? Warte auf Befehle. Wahnsinn! Jetzt geht's rund. Ja, Sir! Ist mir ein Vergnügen, Sir! Absolut! Angriffsformation. Ich bin da. Ich höre. Koordinaten übermitteln. Alles klar, was ist? Ich bin da. Na gut. Ich bin da. Meldebereitschaft. Roger.
Also, was ist? Also los, HQ. Befehle, Captain. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Commander. Also, was ist? Zielgebiet wird ausgeführt. Koordinaten empfangen. Befehle, Captain. Fuck! Ich war die ganze Zeit gemutet. Bestimmt ab der Nuke oder so. Nein! 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 Tut mir leid. Aber jetzt nicht mehr veränderbar. Scheiße! Das war egal, oder? Ihr habt doch mal Ruhe gehabt von mir ein bisschen. Ihr habt euch bestimmt... Oh, labert. Vielleicht war es auch so... Ey, er labert nicht mehr. Oh, Ruhe. Scheiße. Tut mir leid, Leute. Die Base ist erobert. Ich bin abgeraged die ganze Zeit. Ich hoffe, es war nicht allzu lang. Zumindest, ja. Ne? Ist da, kennt da Bisch. Scheiße, hab ich's echt. Oh nein. Dafür gebe ich euch jetzt hier Double Nuke. Damit ihr, auf eure Kosten kommt. Wenn ihr mal irgendwann die, Fuck. Fuck. Ich hab nicht den ganzen Tag. Großerstattet Bericht. Hallo? Habt ihr auch eine Base? Na? Ihre Streitkräfte werden an. What the fuck? Bitte, bitte triff. Jasse? Also, was? Jasse? Ich bin da. Ja. Ladies and Gentlemen, darf ich präsentieren The Nuke of Doom. La Bouche. Nein, nein, mein Ghost. Nein. Okay, vergiss er. Ich hab noch einen zweiten, der nur einen HP hat. Bitte. Scheiß die Wand an, da war ich gemutet. Und wieso? Heute ist Fail Day. Melde mich zum Dienst. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Und? Jasse? Nicht meine SCVs! Ich hab nicht den. Mein Ghost ist tot. Nein! Toll. Heute klappt alles, Leute. Heute klappt alles. Los geht's. Zielgebiet? Fuck. Kaum noch erwarten. Also, was ist? Fuck. Ach, ein Balancer. Wahnsinn. Los, los, los. Ich glaube, ich brauche mal eine Akademie, dann kann man eine höhere Range für meine Marines aufbauen. Entschuldigung. Ach, ein Balancer. Ja, Sir! Zielgebiet? Kommander? Ziel identifiziert! Was? Befehle, Sir? Ja, Sir! Zielgebiet? Ja, Sir! Weiter geht's! Zielgebiet? Absolut! Kommander? Kommander? Los geht's!
Sir! Sehr gewinnt! Absolut! Ist ja doch wirklich ärgerlich. Koordinaten empfangen. Und? Kommander? Weiter, Kommander. Kommander? Wahnsinn! So, AD-Landefrachter. Das wird alt hier aufgeräumt. Mehr Marines natürlich. Hier machen wir ein paar Ghosts. Depots natürlich auch, wie immer. 150. So, und du machst auch wieder ein bisschen spannende Action hier. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Tschu! Wir haben auch Zeit. Eins. Was? Zwei. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Immer Roger. Alles Roger. Bestätig. Heute wird aufgeräumt mit 99 Kills. Werdet ihr die 100 sehen? Auf jeden Fall. 1, 2, 4 Schüsse brauchen wir. 3. 100 Kills. Und zur Feier des Tages gibt es eine Rundumreparatur zum Sonnenkreis. Da kommen schon die ersten Ghosts raus. Nein, ich wollte doch. Ob hier auch noch was steht. Genau. Ich bin jetzt auch nicht mehr bewusst, dann sich dich. Also 5 WBF Frontalreparatur. Hui! Über 6. Jetzt war der Mate reparieren. Was ich bei StarCraft 1 auch richtig gut finde, was jetzt in StarCraft 2 leider nicht mehr da ist, wenn zum Beispiel hier die Nora zerstört, sind so Sachen gelb gemacht. Hier ist Sachen gelb. Hier. Der Unterleib des Panzers ist rot, also so, wo die Einheit Schaden gelitten hat und kreativ. Also ich glaube in StarCraft 2 ist es nicht mehr übernommen, da ist entweder die Einheit komplett gelb oder komplett rot. Es hat alles doch eher auf Micro aufgehört. Jo, Action. Ich bin da. Jo, nice. Marschan! Marschan! Ja, Sir! So, eine riesen Armee. Ja, Sir! Wow. Was? Kommander? In Bereitschaft! Koordinaten übermitteln? Ja, Sir! Pathfinding FTW! Koordinaten übermitteln? Melde Bereitschaft! Jemand einen Exterminator? Und? Weiter, Kommander! Koordinaten empfangen! Ja, Sir! Koordinaten übermitteln. Yeah! Das macht doch Spaß! Alle Spasten rum! Wuhu! Koordinaten empfangen. So typical StarCraft 1 hier. Koordinaten empfangen. Aber warum nicht? Das ist auch mal eine andere Sache, die absolut nicht aufregt. Damit ihr Bescheid wisst. Ziel identifizieren! Was? Nö, das ist nämlich ein Mods Gaudi! Weiter, Kommander! Zielvektor erfasst! In Bereitschaft, jemand. So viel Spaß kommt selten auf! Ghost erstattet Bericht! Ich mach sie fertig! Zielgebiet! Mach auf Befehle! Thank you.
Absolut! Ich hab nicht den ganzen Tag. Puh! Der Kill hat jetzt unsere Nummer 180. Absolut! Was ist das? Großverstanden Bericht. Ich höre. Stell dir mal kurz das für eine Nachproduktion vor. Hero Marine! Ja, Sir! Verstanden, Marie. Ich bin schon weg. Ja, Sir! Weiter geht's! Ziel gewinnt! Ich hab nicht den ganzen Tag. Nein, nein! Absolut! More Marines, more! Ich bin da! Großverstanden, Bericht! Hab die Post! Und? Sag, was Sache ist! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Meldebereitschaft! Roger! Commander? Ja, Sir! Commander? Sag, was Sache ist! Wird auch Zeit! Die Mission geht doch schon eine Weile! Boah, das ist halt auch nicht so gut. Weiter geht's! Und? 3-3. Stim wäre auch mal eine Chance. Großerstattet Bericht! Ziel identifizieren! Weiter geht's! Gib dir mal einen Seed-Shot. Ich kann auch mal ein Seed-Shot geben. Wenn euch meinen Reeds mal frei lassen kann. Ziel identifiziert! Ich bin da! Geht da lang! Endlich! Was haben wir hier? Ein Bunker. Oh, ihr kriegt euch doch alles was ab. Das war die CC. What the? Ja, Fokus meine Nora, nicht meine Marines. Das wäre mir doch ganz lieb. What the? Du da, ein Yamato-Gewehr. Zurückhalten. Jetzt könnt er. Okay, dann geht die im Bunker auch wieder raus. Ah, die ganze Zeit hier mit meinen StarCraft 2. Okay, da oben war noch irgendwie ein Kanna-Schwingkreuzer. Muss ich jetzt außen rumlaufen? Wird auch Zeit. Ja, Sir! Weiter geht's! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Befehle, Sir! Chillt mal! Chillt auf den Tank, chillt auf den Tank. Muss ich echt alle Gebäude zerstören, um gewinnen? Ja, Sir! Zielgebiet! Großerstattet Bericht! Ich bin da! Ich höre! Okay. Befehle, Sir! Weiter geht's! Und? Er greift doch an! Lan! Ziel identifiziert! Ah, hört man auch einen Turret! Ich hab nicht den ganzen Tag. Schön, bevor gleich nochmal so ein schwerer Kreuzer rauskommt. So, ich hoffe, das ist jetzt hier das letzte Gebäude. Hier ist Duke. Die Emitter sind aufgebaut und online. Wer hat die Aktivierung der Psi-Emitter autorisiert? Ich, Lieutenant. Was? Der Einsatz gegen die Konföderierten auf Antigua war schon schlimm genug. Aber jetzt wollen sie die Zerg gegen einen ganzen Planeten einsetzen? Das ist Wahnsinn. Sie hat recht, Mann. Denken Sie noch mal drüber nach. Ich habe es mir gut überlegt. Glaubt mir. Ihr habt eure Befehle. Führt sie aus. Arcturus wird jetzt völlig verrückt. Er möchte also den Psi-Emitter gegen
Die Heimatwelt der Konföderierten Tarsonis, wo nicht nur aber von Milliarden Menschen als Zivilisten leben, einsetzen. Jeraina Kerrigan gefällt diese Sache anscheinend nicht. Kann man nichts ändern. Ich denke mal, er wird an dem Willen festhalten, sonst würde die Geschichte von Star-Lord auch keinen Sinn machen. Ich freue mich auf die nächste Mission, aber irgendwie auch nicht, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sarah Kerrigan sich bald verabschieden wird. Egal, wir werden es sehen. Hier noch Siegesbildschirm, natürlich hier, wie immer. Da. Ja, die Delta, das Delta-Squadron, das Omega-Squadron wurden ordentlich eingeheizt. Jetzt geht's weiter in der nächsten Folge. Und ich verabschiede mich von dieser doch recht langen Folge. Aber sie war gefüllt mit Action und in der nächsten Folge kann es nur so weitergehen. Ich verspreche es euch. Macht's gut!